zeig's ihn! Wen hast du sonst noch getötet? Jemand, den ich kenne? Wir werden eines Tages eine umfassende Abschussliste benötigen. Zeig ihn, Rex! Wir können doch vergessen, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich bin froh, dass du dich uns geöffnet hast, Gamora. Kommen von überall auf uns zu! Und wir werden sie jedes Mal aufhalten. Für eine alte Maschine ist das Ding ziemlich hart. Die Lösung ist einfach. Wir müssen ihn zuerst ausschalten. Jetzt schlägt Drax zu. Wenn wir Rayka finden, kriege ich ihn zuerst. Seid dabei aber vorsichtig. Dieser Gegner ist gut gepanzert. Warum sind das so viele? Weil sie ganze Welten konvertiert haben. Alles für dich, Gamora! Jag sie hoch! Dieser Kampf erregt bestimmt Warlocks Aufmerksamkeit. Vielleicht hat er Nikki bereits gerettet? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Nikki getötet hast. Gamora hat getan, was notwendig war. Das ist auf meine Schüsse kaum nicht auf! Halt ihr durch, Gamora! Ich bin Groot! Schneid sie zusammen, Groot! Schneid sie in Streifen! Rocket! Volles! Es wird von jetzt an noch schwerer werden! Ich werde gerade erst warten! Ich kann das Ding nicht mal ankratzen! Er kann uns nicht alle erwischen! Los, Leute, holen wir uns den Bock! Ihr könnt doch vergessen, was ich gerade gesagt habe, oder? Dass du wirfst auf sie, Großer! Hey, Quill! Blueberry hat sich auf eine Beziehung eingelassen! Mach sie fertig, Gamora! Woher haben die so viele Schläge? Sie haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können. Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg. Also, Gamora? Ich bin gut. Wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Warum blockieren die immer noch alles? Weil sie uns jetzt erwarten. Wir brauchen einen anderen Weg zur Brücke. Das ist zu breit. Vielleicht können wir es überbrücken. Wir reden immer von Brücken und es klingt allmählich wie ein ausgedachtes Wort. Alle Wörter sind ausgedacht. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Die Lücke ist zu groß zum Springen. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Fast zu ertrinken kann einen verändern. Du musst einen Weg finden, uns rüberzubringen. Könnte die Säule umstoßen. Drax? Ich habe mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Yeah.
Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Sehr gut, Peter. Gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit für Glücksspiel. Oh! Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Ups. Verflagte Heckenschützen, das Feiglinge! Wir müssen die Distanz verkürzen! Und der darf jetzt hier einfach seine Kumpel heilen? Hey, der Flugschiff heilt sie alle! Das ist nicht fair! Der Absurde wird von unseren Schlachten hier berichtet! Der was bitte? Binde sie fest! Zeit ist um! Der Schwebende stellt seine Gefährten wieder her! Das ist das Gegenteil von heilen! Das sollt ihr mit ihm machen! Ich bin gut! Heiz ihn ein! Spüre meinen Zorn! Zeit für den Schredder! Der mit der Robe macht die anderen schwerer verwundbar! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Wenigstens bieten die Dächer ein wenig Deckung. Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Was jetzt, Peter? Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallen. Zieh ihr Feuer auf dich, ich laufe zum nächsten Dach. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Was jetzt, Peter? Mist! Jetzt ist es das Nova Corps. Nach dieser Sache müssen Sie jede Menge neue Leute rekrutieren. Bleib von den Kanten weg! Ich
muss nah ran und drücken. Das wird klappen. Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke. Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach. Seht, Goldjunge und der Eineimerige kämpfen immer noch. Wir sitzen fest. Wir sitzen doch gar nicht. Er meint, wir können hier nicht bleiben. Darin sind wir uns einig. Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß. Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Er war schon lange weg, bevor ich zu ihm kam. Irgendwelche Ideen? Ich habe ein Zeichen gesehen. Ist beschossen werden nicht Zeichen genug? Ich spalte die Plakatwand. Vielleicht lässt sie sich lösen. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Schieß weiter! Ich bin herein! Dem irren Nova-Heini habe ich's gezeigt. Ich wünsche dir einen scharfen Tag. Ich sorge für Sperrfeuer, damit du rüberkommst. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Warlock ist tapferer, als ich gedacht habe. Ich bin. Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier nicht. Oh Mann, da gab es auf der Erde diesen großartigen Song. Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Leider haben sie die Brücke geschrottet. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Ich flankiere sie. Ich hab Jetstiefel. Schon vergessen. Ein durchgeschneiter Weltraumbulle weniger. Ha, cool, erledigt jetzt irre Bullen. Das ist Musik in meinen Ohren. Bleib von den Tanzen. Gamora, die Plakatwand. Gute Idee. Wenn du da drüben noch mehr Heckenschützen findest, lass mir einen übrig. Ich kann nichts versprechen. Mist! Jetzt ist es das Nova-Korps! Die sind nicht mehr vom Nova-Korps, Peter! Wir nähern uns dem Turm des Hundes! Dann haben wir fast die Hälfte geschafft! So wird das gemacht! Hochjagen, Rocket! Crash! Zerstör! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlegt. Hast du Rick das Gesicht gesehen, als er auftauchte? Zieh ihr Feuer auf dich! Ich laufe zum nächsten Schacht! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug! Leider haben sie die Brücke geschrottet! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wir brauchen Tattoos, die an diesen Moment erinnern! Mist! Jetzt ist es das Nova-Korps! Die sind nicht mehr vom Nova-Korps, Peter! Ich bin bereit zu zerstören! Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlegt! Hast du Ray das Gesicht gesehen, als er auftauchte? Aus dem Turm des Hundes! Dann haben wir fast die Hälfte geschafft! Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können! Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken! Warlock hat einen sicheren Turm! Na, ich hab auch einen Spoiler von seiner kleinen Lightshow! Zeit für das Spiel! Also gut! Wir müssen zu diesem Aufzug. Leider haben sie die Brücke geschrottet. Er muss eingefangen werden. In Kampfstellung! Holla, du Geier!
Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier berichten. Oh Mann, da gab es auf der Erde diesen großartigen Song. Rocket, Feuerwerk, mach dein Ding, Drax! So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Immerhin haben wir jetzt eine faire Chance. Peter, einer von uns muss ihn festhalten. Seht ihr, wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht. Hast du deshalb auf ihn geschossen? Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine brillanten Backen. Achtung! Flock! Verflag doch mal! Wir haben schon genug Probleme. Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Ihr nähert uns den Turm des Hundes. Dann haben wir fast die Hälfte geschafft. Ja. Über Dächer rennen und ballern. Das macht richtig Spaß. Wir brauchen Tattoos, die an diesen Moment erinnern. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlegt. Hast du Ray das Gesicht gesehen, als er auftauchte? Na, weil du ein großes Ziel bist. Zack! Ich liebe es, Kultisten zu kloppen! Durchgeknallte Ehre verdienen es! Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Ich hab Jetstiefel! Schon vergessen? Zu knapp! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug... Wie viele sind das? Sieht aus, als wäre ganz Nowhere aufgetaucht! Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der, wie immer sie es nennen. Der Erschlagung. Das war nicht der Name. Mir gefällt er besser. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Immerhin haben wir jetzt eine faire Chance. Endlich. Ich glaube, sie geben auf. Denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste, genau unter uns sein. Hoffentlich tötet Warlock Raker nicht, bevor ich da bin. Ich würde zu gerne das Innenleben des Zauberers nach außen drehen. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit runter? Drax, Kumpel, mach ein Loch. Das ist ein Weg nach unten. Der beste. Seht mal, sie kämpfen immer noch. Wir haben keine Chance, unser Mann zu gewinnen. Was ist an Goldie eigentlich so besonders? Okay, er ist stark, aber was nützt Stärke gegen übertriebene, gnadenlose Feuerkraft? Kannst du einen stürmischen Ozean mit deinen Kugeln aufnehmen? Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Dieses Massaker bringt böse Erinnerungen an Welten zurück, die ich zerstört habe. Was ich schon immer fragen wollte, womit hast du das gemacht? Mit irgendwelchen Megabomben? Rocket! Mit Klingen, meinen bloßen Händen und Füßen. Machst du uns jetzt eine Brücke oder nicht? Ich bin Groot. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaketer soll mich rüberschleudern.
Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Wow! Zum Glück war das nicht Rocket. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht fest. Nein, wahrscheinlicher ist, dass der Magus die Lebensenergie aller Anwesenden absaugt. Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, und das große Einhorn auch nicht. Er wird es bereuen. Wie blöd sind diese Flaknasen, dass sie auf diesen Erflakungsschrott reinfallen? Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt, diesen endlosen Hunger. Oh ja, Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Cortex. Es ist der Cortex! Wie konnte der Köter das zulassen? Das kannst du ihn wohl selbst fragen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Cosmo! Wir müssen da runter! Gib ihn doch nicht auf. Er hat schon schlimmere Situationen gemeistert. Weg von meinem Punkt! Nein! Entsichern, Leute! Diese Aggressoren haben keine Chance! Ich bin dein Ende! Gamora! Zeig's ihn! Groot, Zeit zum Anbinden! Das ist eine historische Schlacht! Das letzte Gefecht von Nowhere! Dafür werden die Statuen von uns aufstehen! Das ist ein großer, böser Drecksroboter! Mach Aufschnitt auf ihn! Wir müssen sie von Cosmo fernhalten! Erledigt sie schnell! Oh. Das heißt dann wohl, dass es keinen Nowhere-Widerstand gibt! Ich hatte auch nicht damit gerechnet! Der Nager benötigt unsere Unterstützung! Zeig uns dein Schwert! Verschaff uns Zeit, Groot! Gib alles, Rocket! Und greift da unten ihren Geist an. Ich glaube nicht, dass er noch da drin ist. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen. Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Bleib wach da! Räucher sie auf, Rocket! Cosmo, ja. Du musst zu dir kommen. Der Kampf ist... Niemand tritt einen Hund, solange ich da bin! Oh, jetzt habt ihr aber... Halte durch, Kumpel! Quill, unternimm was! Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem! Die Security von Nowhere wird nach dieser Sache großen Ärger kriegen! Reiche deine Beschwerde später ein! Wieder ein Eiferer gegrillt! Diese Eiferer hat keine Angst vor dem Tod! Rocket, entsichern und los! Drash, schalte sie auf, Osmo! Der Hund hat sich in Erinnerungen verloren! Der gewaltige Droide ist auch eine große Bedrohung! Hoffentlich vergisst der Köter nicht, dass wir seinen Schwanz gerettet haben. Du kannst ihn später daran erinnern und es in Ordnung? Diese Lichter behindern meine Sicht! Da steht doch mein Name! Du solltest dich darum kümmern, Peter! Ja. Ich finde nicht raus, wie ich den verletzen kann! Rocket, mach dein Ding! Entschuldigt meine mangelnde Vorsicht! Nur eine Fleischwunde! Das wird wieder! Er hat sich Drax geschnappt! Mach dein Ding, Gamora! Binde sie an, Groot! Räum sie weg, Drax!
Warum greift der Hund nicht ihren Geist an? Verschaff ihm nur etwas Zeit zum Erholen. Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Das Ding ist zäh. Wir müssen mit allem drauf. Es gibt nichts Besseres. Genau, dann flat nicht mit Nowhere, ihr Mistlöcher. Wie kann es sein, dass er noch steht? Zerschnetzel sie! Groot, du bist dran! Ich bin Groot! Fast Drax! Stell dich! Cosmo, rede mit uns! Ich glaube nicht, dass er dich hört! Meine Knöchel können sein Metallpanzer nicht knacken! Das ist so ein Ding, das mindestens zwei Leute zum Steuern braucht! Ach, der mechanischen Bestie gehen die Gliedmaßen aus. Das ist deine Chance, Gamora. Lass ihn runter, bevor ich dir deinen Augapfel rausschabe.